Nicht Afrika? Hier verbringen Harry und Meghan Flitterwochen. Und wo verbringen sie nun ihre Flitterwochen? Während einer traumhaften Zeremonie haben sich Prinz Harry, 33, und Herzogin Meghan, 36, am 19. Mai auf Schloss Windsor das Ja-Wort gegeben. Nach den Feierlichkeiten ging es für die frisch Vermählten allerdings nicht direkt in die Paarauszeit. Als Herzog und Herzogin von Sussex mussten sie royalen Verpflichtungen nachkommen. Umso mehr Zeit bleibt den Fans, über die Destination ihres Honeymoons zu spekulieren. Statt nach Afrika soll es für Harry und Meghan bald auf einen ganz anderen Kontinent gehen. Zunächst wurde angenommen, dass das glückliche Paar auf den Spuren seiner Liebe nach Afrika reisen würde, wo es 2016 den ersten gemeinsamen Urlaub verbracht hatte. Tatsächlich sei das Sicherheitsrisiko für die Royals jedoch zu hoch, wenn die Öffentlichkeit von dem genauen Ort der Hochzeitsreise wisse, berichtet die OK. Während zunächst überlegt worden sei, einfach mehrere Orte in Afrika anzusteuern, scheinen sich Harry und laut TMZ auf ein anderes Ziel geeinigt zu haben: Kanada. Für ist das Land schon beinahe wie eine zweite Heimat. Immerhin war sie für die Dreharbeiten ihrer Serie Suits oft in Toronto. Auch Harrys royale Vorfahren haben in dem nordamerikanischen Staat Verbindungspunkte. Im Fairmont Jasper Park Lodge in Alberta, in dem es sich das Ehepaar angeblich bald gut gehen lassen soll, haben schon Queen Elizabeth II. Und ihr Gatte Prinz Philipp, 96, 2005 eine schöne Zeit genossen. Im Jahr 1939 sind Queen Mum und ihrem Gemahl König George Will ebenfalls dorthin gereist. Royal erprobt es dieses Resort also auf jeden Fall.